Wusstest du schon, dass Kollege auf einem Laser-T-Rex eine ganze Stadt vernichtet hat? Außerdem war Kollege ein gefürchteter Pirat auf einem Schiff, auf dem viel gefeiert wird. Und Kollege verlor ein absolut episches Armdrück-Battle gegen Aliens? Kollege an der Kasse. Nun ja, das ist ein Bild, wo Kollege an der Kasse steht und er kauft Salat. Alles auf Null. Eine sehr fragwürdige Motivationsrede aus 2019. Aufstehen, meine Alphas. Welche später sogar mehrfach parodiert wurde. Ich hab mich getrennt von den ganzen Fotzen. Hör mal auf zu boxen. In die Fresse. Hier, zack. In die Fresse. Zack. Und das ist einfach. Mach die Tür zu. Hör auf zu boxen. Wo ist hier der Samstag, Alter? Aktmalerei. 2017 verstehen sich Jan Böhmermann und Kollege noch prächtig und malen in einer ZDF-Sendung einen nackten, dabbenden Mann. Mama, was macht denn Papa da im Fernsehen? Pharao Videokopie. Das Musikvideo zur Imperator-Single Pharao wird fast identisch ein Jahr später von Buba kopiert. Irgend so ein bosnischer Rapper, mit dem Raf Camora schon mal ein Feature hatte. Der das erste Mal Kommentar. Der Track sei laut angepinntem Kommentar einer bestimmten Person gewidmet, die weiß, dass sie gemeint ist. Die Leute in den Kommentaren sind natürlich sofort draufgekommen. Fight! Geht das Lied gegen Farid Bang, San Diego, gegen Said? Vielleicht ist es Kind Boy Boy a Beak. In Wahrheit ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Ex-Labelchef Elvier gemeint. Fanpost 2 Klickrekord. Der groß angekündigte Flair Distrack Fanpost 2 soll laut Daniel Slotin in 12 Minuten 2,5 Millionen Klicks gehabt haben. Also ich habe das bei 10 oder 12 Minuten aktualisiert und da waren schon 2,5 Millionen drauf. Und somit steigen wir hinab in den Untergrund vom Eisberg. Kollege ist tot. Jemand verbreitete November 21 das Gerücht, dass Kollege tot sei. Und nun ja, seine Klicks seien vielleicht aber er auf jeden Fall nicht. Antisemit und Verschwörungstheoretiker. Der Antisemit-Vorwurf wird in den Medien vor allem wegen dem Echo-Skandal 2018 verbreitet. Der Verschwörungstheoretiker-Vorwurf hingegen schon seit 2013 durch den Track NWO, auf dem Keule unter anderem die neue Weltordnung und das allsehende Auge aufgreift. Malwettbewerb. Der junge Felix Blume aus der 11E gewinnt 2002 beim Malwettbewerb Komm mit in eine andere Welt. Märchen, Mythen, Sagen. Und erhält neben einer Urkunde eine Fahrt ins Phantasialand. Scheiß. Yayo 0,5. Der 2019 Track Yayo wurde zum Teil vom Rapper Santino geschrieben. Das Ganze ist aber nicht so mysteriös, denn immerhin ist er bei Genius aufgelistet. Es gibt sogar noch eine Originalversion, aber die klingt im Vergleich nun ja. Hard Knock Life. Das 2LTTAP 2 Cover ist eine Anlehnung an das Jay-Z-Album Hard Knock Life. Jedenfalls sehr wahrscheinlich. Kollege ist schwul. Das Gerücht gibt es eigentlich nur durch den San Diego Diss-Track, bei dem er das sehr erotische Toonie-Video aufgreift. Und ja gut, wer das nach dem Dreh abgesegnet hat, ich weiß ja auch nicht. Wilhelm Kramer LP. Ein Let's Play-Kanal, über den man sagt, dass er Kollege sei. Die Ähnlichkeit ist erschütternd. Oh ja, ich komme gerade aus dem Bett vorne und ich habe aber so Lust gehabt, mal wieder eine Runde Forest zu spielen. Außerdem gab es irgendwann mal eine Alpha-Parodie von ihm auf dem Channel. 2005, das erste Zuhälter-Tape im Netz. Keiner hat mich auf dem Schirm wie No-Era-Etikett. Ab geht's zur nächsten Ebene. Und jetzt wird es extrem. Perücke. Kolle sagt in einem 2011-Interview folgendes. Ich habe mir letztens eine Langhaarperücke für 400 Euro gekauft. Damit sah ich dann aus wie Brad Pitt im Film Troja. Darin sehe ich so sexy aus. Wow. Hammer. Don Frechus, ein Freetyper aus dem MC-Forum, welcher lange mit Kolle in Kontakt stand und nachweislich bei Tracks mitgeschrieben hat und dafür ein kleines Shoutout für sein Intro bekam. Ja, es ist Kollege der Boss und ich reguliere die Beton-Ghettos wie Don Frechus. Ungeimpft. 2021 postete Kolle ein Bild mit der Aufschrift: Ein starkes Immunsystem kommt von Sport und gesunder Ernährung, nicht von Bratwurst und Pharma-Experimenten. Bleibt stabil, Alphas. Und ich lasse hier bewusst den Raum für Spekulation einfach mal offen. Ladyboy-Fetisch. 2009 soll Kolle einen Veranstalter verarscht haben und kam nicht zu einem gebuchten Konzert. Daraufhin released der Rapper Kaiser, der ungefähr so bekannt ist wie Eminem, ein Diss-Track, in dem gesagt wird, dass Kolle auf Ladyboy steht und weiteres. Du stehst auf Ladyboys und dazu unterschockst du Hund. Deine Fans sind alle schwul, du fickst sie auf Klo in Arsch. Random Feature Tracks. Einerseits gibt es da den Track Hang With Us mit dem italienischen Rapper fuck, Alter, ich hab den Buchstaben noch nie gesehen, der plötzlich einfach so da war. Marco Staffel 1, die Story of my life.
Und dann gibt es noch den Track Follow Your Dreams mit dem Schweizer House-DJ Mr. Da Nuss. Ich bin und bleibe Kollege der Boss. Ich bin nach wie vor ein Star, die Karriere läuft zurzeit. Eine Line auf dem Track Temple Boys, welche eine Anspielung an Wir waren mal Stars von Torch sein soll. Wir waren mal Stars, die Karriere ist vorbei. Ich bin nach wie vor Star, die Karriere läuft zurzeit. Der ursprüngliche Beat von Temple Boys ist sogar der gleiche wie vom Torch-Track. Ich bin nach wie vor Star, die Karriere läuft zurzeit. Relativ gut, bitch, denn ich bekomme das Dorf zum kleinen Preis. Kolle und The Game. Kolle ist tatsächlich auf dem 2014 Label-Sampler von The Game und hat dort einen ziemlich unbekannten Gastauftritt. Ich baller Rapper ab, knall dann deren Platz. Naja, was man hat alles als Gewaltverbrecher macht. Alpha 1.0. Der Track Alpha hatte ursprünglich einen leicht veränderten Beat und Gott sei Dank haben die das geändert. Oh mein Gott! 2005, das erste Zuhälter-Tape im Netz. Keiner hat mich auf dem Schirm wie ein New Era-Etikett. Ab geht's in die nächste Ebene und hier wird es schon etwas weirder. Das Zuhälter-Interview. Kolle machte in einem 2006 Interview auf Ernst auf Zuhälter. Wo liegt der Stress für einen Zuhälter besonders im Fach? Das frage ich mal. Das kann dir immer, von irgendwo kann dir immer ins Genick geschossen oder was weiß ich, Alter. Holy shit. Nachdem lange Zeit später rauskam, dass einige legendäre Zeilen von Kolle von dem wahrscheinlich besten Freetyper mit dem Namen Holy stammen, gewinnt die folgende Zeile an neuer Bedeutung. Ob das bewusst war oder nicht, man weiß es nicht. Alpha Guinea Cover 0.5. Es gibt eine Vorgängerversion vom Alpha Guinea Cover, welche als erste auf der Selfmade-Seite gezeigt wurde. Der Unterschied, ein Ohr mehr beim linken Dobermann und der rechte Dobermann hat keinen Schmollmund mehr, wahrlich ein Fun Fact. Kolle hat Kinder. Das erste Mal kam diese Theorie auf, nachdem auf Zuhälter Tipp 5 die folgende Zeile gerappt wurde. Merkst du, wie viele Ratten du den Tod wünschst, stehst du vor der Frage, welchen Namen du deinem Sohn gibst. Und ein weiteres Indiz dafür ist, dass Kolle nachweislich Biene Meier auf Spotify Hattrick. Irgendwann tauchten Tracks von einem Rapper namens Hattrick auf, welcher sich als Vertreter von Kolle ausgab. Und die Ähnlichkeit ist auf jeden Fall vorhanden. Beef over Germany. Kolle machte mehrmals Promo für ein Handyspiel, in dem man Deutschrapper spielen konnte, die sich prügeln. Okay, Showtime, Bitch. Ja komm doch her, fick doch mit der Polska. Und dieses geile Spiel soll doch bitte jemand heute neu produzieren. Wie geil ist das denn, Alter? Lost Tapes sind fake. 2015 brachte Kolle seine Lost Tapes EP raus. Eine Sammlung an alten Tracks. Jedoch gibt es das Gerücht, dass teilweise Tracks 2015 einfach aufgenommen wurden und er versucht hat, seine Stimme so zu verstellen, dass es als alter, verschollener Track durchgeht. Das ist der Soundtrack für die Hood Kids, für die Jesus Kanten aus South Central und Brooklyn. Hier triffst du Schneelieferanten und keine Seelenverwandte. Zuhälter Tape 1 Cover. Ist es das hier? Das hier? Oder vielleicht das hier? Keins davon. Das Originalcover ist dieses hier und wurde um das neue Signing groß anzukündigen mit diesem hier ersetzt. Nach ein paar Tagen hat man sich dann aber für ein Re-Release entschieden und dann ist das Cover mit dem Dobermann entstanden, welcher übrigens der Schwester von Elvier gehört. Kollegas echter Name. Kollegas echter Name ist nicht Felix Antoine Blume. Bitte, ist das dein Ernst? Das Antoine wurde früher nur erfunden, damit man ihm das Gangster-Image besser abkauft. Denn der Name klingt so deutlich besser als der 2019 aus Versehen geleakte echte Name Felix Martin Andreas Matthias Blume. Partyschiff-Pirat. Ein Track von der Gruppe Get No Sleep Collective. Die machen elektronische Musik und haben genau zwei Tracks und einer davon ist Partyschiff Pirat. Ein Track, auf dem ein sogenannter Bossplayer drauf vertreten ist. Wer ist das wohl? Der Track hat übrigens ganze 4 Versionen und es gibt bis heute absolut keinen Hintergrund, wieso und wie dieser Track entstanden ist. Schönheits-OPs. In einem geleakten Gespräch zwischen Arafat und Flair erzählte Arafat folgendes. Du hast keine Ahnung, was die für Informationen haben. Wir haben seine OP-Unterlagen. Was für OP hat er gemacht? Schönheits-OP. Was hat er gemacht? Das ist mich verarschen, dein Kind, alles. Die Fresse hat er gemacht? Haferpflanzung weiß ich ja. Richtige Nachweise gibt's dafür aber keine. Straßenapotheker 2.5. Kolle dankte 2009 dem Freetyper-Duo Morbid dafür, dass er die Texte von den beiden verwenden durfte. Mit einem kleinen Gastauftritt auf einem ihrer Tracks. Hey, das Handy klingelt und sie fragen nach Kollegen. Morbid brauchen Stoff vom Straßenapotheker. Love Song Intro. Der legendäre Song Love Song Reloaded hatte ursprünglich ein sehr verstörendes Intro.
kratze zu euch mit meine Blin Blin an Handy. Ich komm mit nötigem Haar und Bischpup ab. Tubo Diss. Auf einem 2005 RBA Bundesländer Battle Track, auf dem Kolle warum auch immer für Hamburg antritt, disst der Tubo, welcher früher nämlich auch an der RBA teilgenommen hatte. Gerade Hugo Boss Shirts, komm mit der Gun und mach aus Tubos Shirt ein blutrotes Shirt. Und somit kommen wir in die nächste düstere Ebene: Forum-Abzocke. Der Business-Mogul himself hat 2005 versucht, in einem Forum unter anderem 40 Markenhosen zu verkaufen für 12 Euro das Stück. Hab hier eine Ladung Original Rockaway, Sanjan und Fubo Jeans aus Brooklyn rumliegen, sind etwa 40 Stück, Original Etiketten, Seriennummer, Barcode, alles dabei. Will einer haben die Ladung? Ladenpreis der Teile ca. 79 Euro, bei mir für 40 Stück 500 Euro. Was übrigens auch in dem Track Der Einzelkämpfer aufgenommen wurde. Riesige Geldsummen wegen gefälschter Markenkleidung und 20 Mille Follower nach einem Einbruch. Armdrücken mit Paul Ripke. Und das ist wahrscheinlich eines der umstrittensten Punkte überhaupt. 2009. Kollege, Favorite, Casper und Fotograf Paul Ripke sind beim Fotoshooting für Chronik 2. Hey Paul, lass uns Armdrücken machen. Ja, okay, komm, wir machen Armdrücken, du Strolch. Und so geschah das Armdrücken. Knacks. Und da war er, der gebrochene Arm. Das Ganze wurde bestätigt durch Lars Unlimited, der in einem Kollega-Diss-Track rappte. Wie willst du umklatschen und per Faustschlag auf die Nase treffen? Selbst Paul Ripke war in der Lage, dir deinen Arm zu brechen. Außerdem gab es später eine Zeile von Paul Ripke selber, mit der er das Ganze möglicherweise andeutete. Armdrücken mit Paul, schlechte Idee. Fun Fact dazu, angeblich hat Kolle im Mittelfinger-Hochvideo so gut wie gar nicht seinen rechten Arm für die Performance benutzt. Nun ja, weil er eben gebrochen war. Das war mir jedoch nicht Beweis genug und so fragte ich Paul selber. Leider kam da nichts außer ein Keine Ahnung, wovon du sprichst. Gefolgt von einem Jules, alles Gute, ich kann dir da nicht helfen. Also, meine Vermutung, Cole ist das peinlich und hat deswegen Kim Jong-un angeheuert, der Paul Ripke 24. Coupain. Wir kennen ja alle Kollegas unfassbar ästhetischen Merch von Deus Maximus. Mit unter anderem den Gönjamins. Das war allerdings nicht Colles erster Kleidermarkenversuch, sondern hat er 2016 schon mal für seine Modemarke Copain geworben, welche allerdings floppt. Copain, Train Insane, Knockout, Copain Live. Und warum haben die alle Waffen in der Hand und warum zieht der Typ hier Koks von Colles King-Platte? Ach, scheiß drauf. Fick Dein Fame 2. Ihr kennt sicher noch den Track Fick Dein Fame auf dem Boss der Bosse-Tape. Es sollte damals wohl eine Fortsetzung geben, doch Kolle hat die Crew fallen gelassen und somit blieb nur noch der bereits aufgenommene Part vom Hooksänger des ersten Teils. Fick dein Fame Part 2, fick dein Fame Part 2. Mit vollen 2 Minuten 20 leerem Instrumental, auf dem noch Kolles Part draufgepasst hätte. Das Boss Board. Kolle hat mal ein Skateboard verkauft für ca. 50 Euro. Legenden besagen, man erlangt sofort die Fähigkeiten von Tony Hawk, wenn man damit fährt. Kolles Schwester. Kolles Schwester ist laut Arafat eine Fitness-Influencerin und ich werde mal aus Privatsphäregründen ihr Gesicht zensieren. Außerdem heißt es auch, dass Kolle inzwischen zweifacher Onkel ist. Kleine Schwester, ich seh dir mit Stolz zu, denn wie dein Bruder machst du Boss-Moves. Eine Zeile für 10.000 Euro. Kolle hat 2009 eine einzige exklusive Punchline auf eBay versteigert. Irgendjemand hat angeblich 10.000 Euro geboten und dann war die Auktion plötzlich weg. Stell dich mal vor, es war sowas wie Ich mach dich bosshaft kalt wie der Winter. Killer Volkan. Killer Volkan war ein weiterer Bro von Kolle aus einem Rap-Forum, welche für einen seiner Tracks ein Shoutout bekam. Yo meine Freunde, was geht ab? Hier ist Kollege der Boss. Check das Million-Dollar-Tape von meinem Mann Killer Volkan. Außerdem gibt es ein Video, in dem er und ein paar Jungs miteinander aus dem Backstage laufen. Kolle, einmal für die Kamera. Oh, was geht ab? Kollege reitet auf einem T-Rex. Mir wurde anonym Videomaterial zugesendet, dass Kollege vor 150 Millionen Jahren auf einem T-Rex zu sehen ist, der Laser schießt und Feuer spuckte. Der Bild zufolge handelt es sich hier um einen deutschen T-Rex und nicht um einen jüdischen. Das heißt, der Kolle ist ganz klar Antisemit. King Memati. Kolle hatte in der RBA viele alter Egos und das wahrscheinlich unbekannteste davon ist King Memati. Immerhin war es auch sein erster RBA-Account. Keine Chance für kleine Hunks, Da Vinci wird für Blei gepumpt und klein gebombt. King Memati sorgt hier für einen Leichenfund. Das Kollege Gästebuch. Von 2005 bis 2007 konnte man auf der Kollege Homepage einen Kommentar schreiben und sich für immer verewigen. Das Gästebuch hat es zu ganzen 294 Seiten geschafft und hat legendäre Einträge wie Ich bekomme andauernd einen Orgasmus bei deinen Tracks. Jeder weiß doch, dass du den Lifestyle nie gelebt hast, den du rappst. Ich wäre gern die Nutte zu deinem Zuhälter-Tape.
Piece. Very good car racing game. Du hast null Flow, Kollege, voll scheiße. Außerdem gab es dann noch die Gästebuchzerficker. Und was die gemacht haben, nun ja. Fickt euch, fickt euch. Ich zerficke deine Familie mit meinem Gurgelhackschwanz. Sein mich oder fick dich Mail ist fake. Den meisten ist die berühmte Sein mich oder fick dich Mail bekannt. Viele Jahre sind vergangen seit der Sein mich oder fick dich Mail. Angeblich schickt die Kolle 2005 Elvier von Selfmade eine E-Mail mit dem ZHT1 und den Worten Sein mich oder fick dich und wurde daraufhin gesigned. Die Geschichte ist jedoch nur halb wahr, weil in der Originalmail keine ähnliche Aussage zu finden ist. Sagt Bescheid, ob ihr Lust habt oder nicht. Das geheime Adlib. Wusstet ihr noch, 2019, dieser Instagram-Post? Man dachte, in ein paar Wochen kommt Boss Hour 2. Jedoch wusste keiner zu dem Zeitpunkt, dass die beiden erst 2 Jahre später auf Rotlichtmassaker 2 zusammen in einem musikalischen Werk zu finden sind. Jedoch ist das nur halb wahr. Denn in dem ein Jahr zuvor erschienenen Track Death Row ist hinter dem Wort Boss Mode ein Adlib von Kolle zu hören. Und weil es absolut sonst keiner hört, habe ich euch mal das A Cappella rausgefiltert. Jean-Claude, Boss Mode, mit 5 Libanesen. Jean-Claude, Boss Mode, mit 5 Libanesen. Boss Mode, mit Boss Mode. Tooney und Kollega Actionfigur. Der Rapper Tooney brachte 2007 ein Album raus, auf dem Kolle in einem Track das Intro einsprach und folgendes ankündigte. Ey, Freunde, ebenfalls bald im Handel die brandneuen Tooney und Kollega Actionfiguren, die man sich unbedingt holen sollte, um cool zu sein. Die Figuren von den beiden sind leider bis heute nie erschienen. Ghetto Boys. Kolle und Favorite machten 2009 exklusiv für die Seite gangsters.com Werbung. Ja, ist Kollege der Boss. Welche damals die neue große Hip-Hop-Seite werden sollte. Gangsters.com ist zu Hause in der City of God. Man munkelt, du hast was geplant mit Kollega, kann man dazu irgendwas sagen? Dazu gab es exklusiv ein Musikvideo, was nur auf der Seite erschienen ist, um neue Leute anzulocken. Ich mach's weiter als Fischverkäufer, ich werde am Markt der Wahl reich, so wie Hitler Deutschland. Nur das Selfmade ist weg. Battlefield-Auftritt. Kolle kündigte 2014 mit einem extrem epischen Trailer an, dass er im Spiel Battlefield Hardline eine große Rolle spielt und nun ja, das hier ist sein Auftritt. Alles Spaß, Alter. Mein Body ist mein Ein und Alles. Verstehst du? John Webber Shoutout. Kolle gibt auf einem verschollenen 2009-Track John Webber ein Shoutout im Intro. So, meine Freunde, Kollege der Boss präsentiert Spurty und DJ Timo. Das ist Top Secret, also bitch halt dein Maul. Sprachlos. Und jetzt, Leute, kommen wir zum absoluten Abgrund. Tod, Auferstehung, Hölle. Kolle war vor seiner Rap-Karriere als Übersetzer tätig. Unter anderem übersetzte er 2003 ein Buch namens Tod, Auferstehung, Hölle von Harun Yahya, welcher laut Wikipedia ein islamischer Holocaust-Leugner ist. Da stehen zum Beispiel Sachen drin wie die Evolutionstheorie, die behauptet, alle Lebewesen seien nicht von Allah geschaffen worden, sondern seien als Ergebnis von Zufälligkeiten entstanden, werden unmöglich richtig sein. Jedoch hat sich Kolle 2015 von Harun Yahya distanziert, weil er angeblich zu viel mit reizenden Damen posierte. Zeiten ändern dich. Kolle und Farid sollten laut sehr wenigen Quellen 2010 auf dem Bushido-Album Zeiten ändern dich erscheinen. Die Reaktion von den Fans war allerdings nicht so berauschend und Flair hielt das Ganze für einen ziemlich unloyalen Move, weswegen die beiden dann vom Album gestrichen worden sind. Seine Fans in seinem Forum waren halt dagegen und keine Ahnung, ob aus seinem Umfeld auch die Leute das nicht cool fanden. Auf jeden Fall hat er dann Rückzieher gemacht. Der erste Track. Laut Kolle war der erste Track Waffenfetisch, welcher so klingt. Bitte mit deinen Verwandten und all deinen Freunden den Kollegen Zettel und zeige mir, was du zu bieten hast, ich bin der King. Aber wenn man ein bisschen gräbt oder die richtigen Leute kennt, stößt man auf folgenden Track, welcher wahrscheinlich den allerersten Rap-Versuch von Kolle darstellt. Dein bester Freund ist dein Speedticker und du verdienst deine Kohle als Kiezstricher. Deine Atzen-Crew kommt und du siehst sicher, ich schick sie in ihre Ecke. Wie ein Schiedsrichter. Bosscock. Wir haben ca. 2005. Kolle entscheidet sich dazu, sein Genital zu leaken. Er hatte es sogar als Profilbild bei MSN. Anabol nehmen, dann Streetfights, dann Knuddels. Es gibt bis dato 2 unzensierte Bilder von seinem Prachtexemplar. Aber jetzt kommen wir zum interessanten Part. Als die Kolle-Community das Bild 2016 durch einen Twitter-User fand, ist eine ganze Bubble um diese 2 Bilder entstanden, welche sein Genital wortwörtlich anhimmelt. Ich nachdem ich vom Bosscock kassiert habe. Rockstar Games Opinion on the Bosscock. Sonnenbrille. Bosscock. Meinung zum Bosscock, schon damals Bosscock. Antiker Bosscock. Jemand hat den Bosscock in der Schule aufgehangen. Gib uns dein Jugend-Bosscock. Gian Diego trifft auf den Bosscock. Bosscock, er macht trat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 
Da sind okay. Wir jetzt aber hier im über 18-Chat, das muss jetzt auch nicht sein. Doch er leugnete es. Selbst Bushido bekam das Bild in einem Livestream unabsichtlich zu Gesicht. Guckt euch mal an, was hier steht. Andere Rapper wurden darauf angesprochen. Was ist deine Meinung zu Bosskok? Zu Bosskok Kollegas? Weiß ich nicht, was soll das sein? Als wenn ich sein Ding gesehen habe. San Diego. Im Ostblock mit dem Bosskok. Bosskok ist big, hat mir deine Mama Spaß. Und genau, dann gab's auch noch solche Leute. No, God! Please, no! No! Louis Vuitton. Koller hat neben den ersten Rap-Versuchen Gedichte geschrieben, welche er unter dem Synonym Louis Vuitton 2003 ins Netz stellte. Mit dabei Klassiker wie Dogge geht wandern oder Die Allee. Unerwartet vollkommene Windstille. Ein Lachen. Das Scheunentor öffnet sich langsam und knarrend. Eine langsam näher kommende schwarze Gestalt. Unter dem gleichen Synonym wollte er auch Romane veröffentlichen, genauso wie alte Handys von Leuten abkaufen und denen dafür Geld er wollte sie abziehen. Bushido-Fan. Unter dem eben angesprochenen Account veröffentlichte Kollege einen seitenlangen Text, in dem er Bushido als besten Rapper der ganzen Welt betitelt. Er sagt sogar explizit nochmal, dass Bushido besser als Kanye und Eminem sei. Und das Ganze wird nochmal dadurch bestätigt, dass er in seinen ersten Tracks überhaupt viele Bushido-Referenzen eingebaut hat und sogar einen ganzen Track auf dem Vom Bordstein bis zur Skyline Outrobeat rappt. Ich hab gewartet, nichts gesagt, doch jetzt wird es mir zu dreist. Ich bin nicht neidisch, weil dein dummes Kinderalbum auf Platz 3 ist. Ey, da lauf weg, Mann! Frank White und Sonny Beckham, ich wollte mich holen! Du billige kleine Mutter, hast das Texten drauf wie Bilderbücher. Das Jazzhouse-Video. Kolle steht 2006 mit ein paar Kumpels, mit dabei übrigens Rapper Private Paul, vor einem Jazzhouse, komplett im Rausch und auf Drogen. Freunde, haut hier mal nicht so offen Putz. Wir gehen jetzt ins Set. Das ist ja eine Droge, dieses Spiel. Richtig, ja. Richtig. Kolle kriegt im Club eingeblasen. Also was soll ich dazu sagen? Das ist ja, also persönlich glaube ich ja, die Frau auf Kolles Schoß, die haben da Schach gespielt, so mit dem Mund, so Mundschach. Also, sieht schon verdächtig aus, ne? Aber ihr müsst uns lieben. Ihr müsst uns lieben ist der wahrscheinlich unbekannteste Kollega-Track zusammen mit der RBA-Legende Sunshine Boy. Ein Treffen zweier Legenden auf einem absolut geilen Beat. Ein verschollener Track, der nicht nur ein Meisterwerk ist, sondern bis heute den Legendenstatus genießt. Check them all. Okay, ich bin zu jung, check. Das ist Kollege, das ist Asire, das ist Sunny. Ich bin 100% sicher. Meine Tech, nein, macht aus deiner Rapper-Crew den Club der toten Dichter. Chill. Bodybuilding. Kolles tatsächlicher Start der Rap-Karriere war ca. 2003 unter dem Synonym Bodybuilding. Er fing an mit größtenteils Text-Battles und schrieb im gleichen Forum legendäre Einträge wie Der Body. Er hat tatsächlich sein Abi bestanden. Wenn ich längst gesigned bin, seid ihr immer noch auf Battleholics am Text betteln und Audio betteln und wastet eure Time. Hahaha. Und somit sind wir am Boden des Eisbergs angelangt. Was für eine absolut verrückte Reise. Ich danke hiermit nochmal der Bosskok Bubble für die guten Memes und den Usern Magaro, Fan Diego aus der Kollega Bubble auf Twitter, welche mir bei der Recherche enorm geholfen haben. Und der Laser T-Rex, der ist zwar gelogen. Es tut mir leid. Es existiert nicht. Ihr wisst Bescheid, ne? Hier. Coca Session Style. No?